Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Musikunterricht mit Herrn Müller. Heute auch wieder dabei Ludwig van Beethoven, das Beethoven-Jahr 2020. So, stellt euch vor, ihr geht an eine Haustür, klingelt. Da wohnt der Herr Müller. Oskar Müller und Susi Müller. Ja? Beide haben den gleichen Nachnamen, Müller. Oskar ist ein fröhlicher Typ. Müller ist immer etwas traurig, melancholisch. Oskar Müller fröhlich. Susi Müller melancholisch, traurig. Ähnlich ist es auch in der Musik. Es gibt Tonarten, die haben den gleichen Nachnamen, in dem Fall die gleichen Anzahl an Vorzeichen. Genauso viel Kreuze oder genauso viel Bs. Zum Beispiel E-Dur. Vier Kreuze. Die parallele Molltonart hat auch vier Kreuze. Das wollen wir jetzt lernen und bestimmen. Eine relativ einfache Sache. Auf geht's. Wir starten mit G-Dur. Violinschlüssel. G-Dur hat ein Kreuz. F zu Fis. Eins. Ich male mal die Tonleiter hier hin. Ja, F zu Fis. G, A, H, C, D, E, Fis, G. Ich male es hier nochmal hin, da, zur Verdeutlichung. So. G-Dur hat jetzt eine parallele Molltonart, die auch ein Kreuz hat. Ja, G-Dur. Die parallele Molltonart ist ganz einfach zu finden. Ich gehe drei Halbtonschritte runter. Eins, zwei, drei. E-Moll ist die parallele Molltonart von G-Dur. Also male ich jetzt hier ganz einfach wieder das Kreuz hin. Schreibe mal E-Moll gleich oben drüber und beginne natürlich mit dem Ton E. Es ist ja E-Moll mit E anfangen. E, Fis, G, A, H, C, D, E. Also auch hier das Fis drin. E, Fis, G, A, H, C, D, E. Die parallele Molltonart von G-Dur ist E-Moll. Ich spiele mal G-Dur. Ja, Fis und E-Moll. Das Fis gleich am Anfang. E-Moll. Ja, bevor wir zu den Stufen gehen, machen wir gleich nochmal eine andere Tonart. Mal die Tonart E-Dur. Die hat relativ viel Kreuze. E-Dur hat vier Kreuze. F zu Fis, C zu Cis, G zu Gis, D zu Dis. E-Dur. Finden wir hier E-Dur. Die parallele Molltonart, drei Halbtonschritte runterzählen. Eins, zwei, drei. Dieser Ton ist Cis. Male ich jetzt erst einmal hin, wieder die Kreuze und C zu Cis. So, hier oben haben wir dann E, Fis, Gis, A, H, Cis, Dis, E. Und hier unten haben wir mit Cis beginnend Cis, Dis, E, Fis, Gis, A, H, Cis. Ja? Schreibe ich alle Töne mal auf, dann wird es vielleicht deutlicher, wo die Gemeinsamkeiten liegen. Cis, Dis, E, Fis, Gis, Aha, Cis. Ja, ihr seht, Cis ist in beiden drin, Dis ist in beiden drin, also die gleichen Kreuzvorzeichen. Jetzt gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit, nicht drei Halbtonschritte runterzählen, sondern die Stufentheorie anzuwenden. Diese haben wir ja auch schon bei der Tonika-Parallele, Subdominant-Parallele etc. angewandt. Auch das kann ich hier tun. Auch eine relativ einfache Sache, die wir auch nochmal schnell durchgehen wollen. So, wir machen das Ganze in C-Dur. Auch eine einfache Sache. Hier haben wir die C-Dur-Tonleiter. C, D, E, F, G, A, H, C. Und jetzt geht es darum, die parallele Molltonart zu finden, indem ich die Stufen abzähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ist die sechste Stufe. Die sechste Stufe heißt A. Ich nehme jetzt das A und beginne beim A und habe die parallele Molltonart. In C-Dur relativ einfach, es hat keine Vorzeichen. Bei Tonarten mit Vorzeichen muss ich etwas vorsichtiger sein. Gehen wir zu der Tonart
H-Dur. Etwas schwieriger. H-Dur hat fünf Kreuze. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Kreuze. H-Dur, ich beginne mal unten. H, Cis, Dis, E, Fis, Gis, Ais, H. Die parallele Moltonart von H-Dur finde ich jetzt auf der sechsten Stufe. Wir zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. G. Nein, stopp. Ist kein G. Ich habe ja fünf Kreuze. Jetzt aufpassen, hier vorne schauen. F zu Fis, C zu Cis, G zu Gis. Es ist Gis. Das heißt, die parallele Moltonart von H-Dur, H-Dur, parallele Moltonart ist Gis, Moll. Gis, wegen den Vorzeichen. Ja? Gis, A, H, Cis, Dis, E, Fis, Gis. Ah, das ist ja schon so viel. Zapp, übers Ziel hinausgeschossen. Gut aufgepasst. So, parallele Moltonart von H-Dur, Gis-Moll. Die gleichen Töne. Ich denke, es ist relativ einfach herauszufinden. Schauen wir mal ganz, ganz kurz auf den Tasten. Zum Beispiel gerade H, drei runter, 1, 2, 3, Gis-Moll gehört dazu. F-Dur, F-Dur-Tonleiter, parallele Moltonart, 1, 2, 3 runter, D-Moll. E-Dur, parallele Moltonart, 1, 2, 3, Cis-Moll. Ich denke, das ist relativ einfach und ihr habt es eigentlich auch schon kapiert. Machen wir nochmal ein kleines Beispiel zum Schluss. C-Dur, einfach mal schnell hingemalt. C, D, E, F, G, A, H, C. Gut. C-Dur hat ja nur weiße Tasten. Und die parallele Moltonart dürfte dann auch nur weiße Tasten haben. Nämlich C-Dur, 1, 2, 3, ihr wisst, 3 runterzählen. 1, 2, 3, A-Moll, auch nur weiße Tasten. C-Dur, A-Moll. Wir zählen, wenden die Stufentheorie an. Auf der sechsten Stufe befinden wir die parallele Moltonart. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist der Ton A. Die parallele Moltonart von C-Dur wäre dann A-Moll. Ich starte einfach beim A, male meine acht Töne nach oben und habe die parallele Moltonart A-Moll. Nochmal langsam, C-Dur. A-Moll. Also eine einfache Sache. Doch wie sieht es aus mit schwierigeren Tonarten? Es gibt ja auch Tonarten wie zum Beispiel H-Dur. H-Dur hat jetzt fünf Kreuze. Fünf Kreuze. Wir probieren sie aus. H-Dur, mit H fange ich an. Die Kreuze F zu Fis, C zu Cis, G zu Gis, D zu Dis. H, Cis, Dis, E, Fis, Gis, Ais, H. Hört sich schon mal alles sehr, sehr kompliziert an. Jetzt nehmen wir die Stufentheorie und wollen abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, ganz einfach, es ist ja ein G. Nein, stopp. Es ist kein G. Es ist G zu Gis. Also Gis-Moll. Hier oben haben wir H-Dur. Hier müsste jetzt Gis-Moll rauskommen. Erstmal die vier Vorzeichen wieder. Fis zu Cis, C zu Cis, G zu Gis, D zu Dis, A zu Ais. So, Gis-Moll startet hier. Gis, A, H, Cis, Dis, E, Fis und ein schönes Gis. H-Dur. Gis-Moll. Also ihr könnt beide Methoden anwenden. Entweder ihr rechnet die sechste Stufe hoch oder ihr nehmt die schnelle, flinke Methode und rechnet einfach drei Halbtonschritte runter, um die parallele Moltonart zu finden. Das wollen wir gerade mal ein bisschen testen mit den drei runterrechnen. Wir haben F-Dur. Drei Halbtonschritte runter. Eins, zwei, drei. D-Moll ist die parallele Moltonart. Wir haben ein Lied in S-Dur. S-Dur hat 3b. Oder wir haben ein Lied in A-Dur. Drei Halbtonschritte runter. 1, 2, 3. Fis-Moll.
Also alles gar nicht so schwer. Ich denke, das könnt ihr relativ leicht stemmen, das herauszufinden. Schaut euch auch die anderen Lektionen immer wieder an. Regelmäßig wiederholen ist wichtig. Am besten jeden Tag einmal so ein Video anschauen, dann hat der Kopf das irgendwie abgespeichert, ich bekomme es hin. Vielleicht habt ihr sogar ein Instrument und könnt mitspielen, das ist das Allerallerbeste. So, und zum Schluss möchte ich gerne nochmal ein Beispiel geben, wie das überhaupt zusammenhängt mit Dur, Moll, mit dem fröhlichen Herrn Müller und seiner Frau, die ein bisschen melancholisch und eher traurig ist. Beide haben jedoch den gleichen Nachnamen, sowie die Tonarten auch die gleichen Vorzeichen haben. Ja? Also, dazu spiele ich euch mal ein Lied in D-Dur, zwei Kreuze, F zu Fis, C zu Cis und wechsel permanent zwischen dem fröhlichen D-Dur und dem etwas traurigeren H-Moll. Auf geht's! My soul is blowing back to forgotten years, telling me you.